Hallo zusammen. Das Thema ist Kühlschränke herstellen auf Maß. Ja, das ist möglich, aber ich zeige euch jetzt hier, wie man einen Verdampfer biegt. Ein Verdampfer besteht eigentlich aus nichts anderem als einem langen Rohr, wie hier. Und das wird zu einer Schlaufe gebogen. Und das schauen wir jetzt hier ein bisschen aus der Nähe an. Das hat sich hier jetzt schon ein bisschen angebogen. Dann wird das hier gelöst. Der Drehteller wird gedreht. Hier wieder eingehängt. Hier auf Maß gebracht bei diesem Klebeband. Man sieht's. Und hier eingehängt. Und dann das Rohr gebogen. Dann ist das in der Richtung lang. Hier wieder aufmachen. Nächster Schritt, hier wieder einhängen. Hier auf das Maß vom Klebeband runter. Und dann die nächste Schleife biegen. Das Rohr hier, ihr seht das, das geht von hier, hier rüber bis da nach hinten. Das sind jetzt in der Ausführung 7 Meter. Das wird zuerst abgerollt. Und dann hier eben aus der Ferne gebogen. Dann wieder zurück. Ja, das ist jetzt diese Schlange hier, das sind 5 Rohre, die dann so übereinander kommen, um eine Wanne rumgewickelt. Jetzt sagt ihr, das ist primitiv, so biegen. Ist primitiv. Als ich bei Danfoss gearbeitet habe, war da eine Truppe Frauen, die haben so von Hand alle Rohre gebogen. Heute hat man einen Automaten, der das biegen kann. Nur bis ich einen Automaten habe, der mir 1 oder 2 Stück biegt, 3 oder 4, in der Zeit vom Einrichten habe ich die bereits gebogen. Wenn wir mehrere Stück haben, gehen wir natürlich automatisch extern zu einem, der so einen Automaten hat und das von Hand biegt. Er kann aber nicht alles biegen. Ihr seht, wir haben jetzt diese Schlange hier und die kann man jetzt hier so reinmachen. Und jetzt wird es kompliziert, weil in der Regel biegen wir nur mit einem. Und dann wird der hier so runtergebogen. Dann kommt der nächste. Und warum wird das jetzt so kompliziert gebogen? Also wenn ich jetzt hier eine Aluminiumkiste habe und das sind rechtwinklig scharfe Teile, dann kann ich das Rohr hier nicht bündig ans Eck anbringen. So biege, bin ich hier fest dran und hier auch fest dran, ein bisschen zurechtklopfen und dann kann ich mit der Drehung hier das Eck überwinden und ich liege mit dem Verdampfer, mit dem Kälterohr direkt auf der Wanne auf. Das ist es von diesem hochspezifischen Wärmetauscher, da wird jetzt noch runtergebogen, dann muss ich noch einen zweiten haben. Mal schauen, wer der biegt. Ja, das soll es gewesen sein vom Verdampferrohr biegen. Ich mache euch hier ein Video über eine Kühlbox minus 80 Grad. Da seht ihr, für was das so ein Teil ist.